Hallo, mein lieber Steinbock. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. So, da brauche ich noch zwei, drei Karten und dann starten wir auch schon los. Interessante Entwicklungen, mein lieber Steinbock. Das kann man hier schon mal auf den ersten Blick sagen. Hier ist gerade einiges im Aufbau, auch einiges läuft sehr gut, ja. Was ich jetzt aber sehe, ist, hier findet ein Wachstum statt. Das kann man hier sehen. Das kann jetzt tatsächlich den Beruf betreffen, die Finanzen betreffen, kann natürlich auch persönliche Verbindungen zu anderen Personen betreffen, dass hier ein Wachstum, ein Reichtum stattfindet im übertragenen Sinne, dass man sich vielleicht näher kommt oder besser kennenlernt. Das kann sowohl die Liebe betreffen, als auch Freundschaften, als auch geschäftliche Beziehungen. Insgesamt sehen wir hier ein Wachstum, eine Fülle, also irgendeine Anstrengung, Bemühung aus der Vergangenheit trägt jetzt auf jeden Fall Früchte. Aber zeitgleich kommt hier irgendein gewisser Unmut mit. Das bedeutet hier vermutlich, dass hier eine Prüfung gerade ansteht, weil wir ja immer wieder im Leben Herausforderungen haben, denen wir uns stellen müssen. Und hier geht es um irgendeine Angelegenheit, die einen Unmut in dir auslöst. Das läuft jetzt hier parallel ab und ich denke, es geht hier jetzt auch darum, diese unangenehme Situation hier aufzulösen. Auf deiner Ebene sehe ich noch, dass du hier deinem Lebenssinn folgst, beziehungsweise ein sehr wichtiges Kapitel deines Lebens durchlebst, ein sehr besonderes Kapitel. Ich sehe hier auch, dass du beschützt bist bei deinem Vorhaben, was auch immer das ist. Vielleicht hast du dich auch selbstständig gemacht, vielleicht geht es ja auch um einen Berufswechsel oder du baust ein neues Standbein auf. Also es kann hier durchaus um etwas Finanzielles gehen, aber ich sehe hier auch geistigen Reichtum. Vielleicht bildest du dich auch fort in einem bestimmten Bereich. Ich sehe hier auf jeden Fall, dass du aus der grauen Masse, wie man so schön sagt, herausstichst, ja, mit deiner Besonderheit. Von außen betrachtet sehen wir hier Folgendes. Und zwar geht es hier, und das glaube ich, ist hier die Thematik, was diese zeitgleich ablaufende ja, Wut auch, die man hier wahrnehmen kann, betrifft, sehe ich hier, dass hier in irgendeinem Bereich etwas Unfaires passiert ist oder etwas Unausgeglichenes. Hier ist keine Balance, könnte sehr gut sein, dass hier vielleicht auch jemand deine Gutmütigkeit ausgenützt hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn was ich hier auch sehe, ist, dass man hier über die, dass hier jemand über die Gefühlsebene sich hier irgendetwas von dir geholt hat oder sich hier irgendetwas, ja,
Ja, ich weiß nicht, erschlichen ist vielleicht ein bisschen extrem, aber du hast hier etwas gegeben und es ist hier irgendwie nicht viel zurückgekommen. So kommt mir das hier vor. Kann hier auch sein, dass hier etwas vereinbart war und sich das Gegenüber dann nicht daran gehalten hat. Also groß geredet und dann war nichts dahinter. Das schwingt hier irgendwo mit. Und genau das ist jetzt Teil einer Prüfung oder nein, eine Prüfung in diesem Abschnitt, die du hier bestehen sollst. Und natürlich ist das klar, das löst natürlich Unmut in einem aus, wenn man hier etwas geleistet hat oder wenn man hier etwas gemacht hat, vielleicht auch für eine Gemeinschaft, das kann natürlich auch sein. Und dann ist hier irgendetwas nicht wirklich gerecht. Ich würde mal vorschlagen, um das hier ein bisschen besser abzugleichen, schauen wir jetzt mal in die Blockaden hinein, was wir hier erfahren dürfen. Wenn du schon mal eingeschaltet hast, dann weißt du, die Blockaden, die sich hier zeigen, die möchten jetzt auch aufgelöst werden. Die sind bereit zu fallen. Die lösen hier und da in vermutlich allen Lebensbereichen die ein oder andere Verzögerung aus oder sorgen für einen Stillstand in bestimmten Bereichen, bezüglich bestimmter Angelegenheiten. Und wir holen uns jetzt mal ins Bewusstsein, was sich denn hier querstellt und was wir hier erfahren dürfen. Und anschließend schauen wir, wie immer natürlich, weiter in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier machen kannst, um deine Situation zu verbessern. Und was ich hier jetzt gleich auf deiner Ebene habe, das ist vielleicht auch sehr aufschlussreich, ist, dass wir hier eine insgesamt eher pessimistischere Haltung deinerseits wahrnehmen können. Das bedeutet, dass du vielleicht ein bisschen zu sehr auf diese Angelegenheit schaust, wo hier ein Ungleichgewicht ist, vielleicht eben auch ein Hinterhalt oder ein Betrug. Das kann das in weiterer Folge natürlich auch sein. Ich glaube, dass es hier ein bisschen einfach um das Thema Ausnützen geht oder dass sich hier jemand einfach bedient hat und dann nicht an die Vereinbarungen gehalten hat, also was das Gegenüber eben hätte leisten sollen. Und das ist hier aktuell einfach sehr stark in deinem Fokus. Ich meine, das kann man auch nachvollziehen, aber das führt jetzt auch dazu, dass das langsam deinen Alltag mehr und mehr überschattet, beziehungsweise droht alles zu überschatten. Und genau hier werden wir uns dann ansehen, was das Universum dazu sagt, was du hier machen kannst. Ich meine, das ist natürlich klar, dass einen das aufregt, aber wir wollen hier ja natürlich weiterkommen. Also werden wir uns dann mal ansehen, was du hier machen kannst. Dann sehe ich hier noch etwas. Es geht hier um eine Ausbalancierung. Also das strahlt schon sehr heftig aus. Was auch immer hier geschehen ist, was hier deinen Unmut eben auslöst. Also hier geht es darum, dass du bestimmte Bereiche in deinem Leben in einen Ausgleich bringen möchtest, in eine Balance bringen möchtest und auch das jetzt aktuell ein bisschen schwierig ist. Ich meine, das ist klar, du hast jetzt auch gerade diese Prüfung, die hier abläuft, die du ja auch bestehen sollst und das führt jetzt auch dazu, dass du dich jetzt nicht so wirklich darauf konzentrieren kannst. Also nicht so sehr, wie du es gerne hättest. Und dann sehe ich hier noch Folgendes. Das betrifft hier das Umfeld und ich glaube, das ist auch sehr interessant. Das könnte auch mit dieser Angelegenheit hier zu tun haben, denn hier sehen wir durchaus, könnte das hier eine Auseinandersetzung gewesen sein oder ein Kräftemessen? Und irgendwo ist hier ein Wunderpunkt auch von dir getroffen worden, beziehungsweise kann auch sein, ja, dass hier vielleicht eine Aussprache ganz gut wäre, aber ich sehe hier einfach, dass hier ja, dass man hier irgendwo, dass das Gegenüber oder wer auch immer das war, weil ich denke, es geht ganz eindeutig um eine Person, dass man hier einfach absolut ins Schwarze getroffen hat und das strahlt jetzt ziemlich aus und genau das ist auch das, also dass hier irgendetwas angetriggert worden ist, das strahlt jetzt so aus und das macht dich jetzt auch irgendwo so wütend. Denn was ich hier auch sehe, ist, diese Situation dürfte es in einer ähnlichen Variante schon einmal gegeben haben. Was jetzt auch bedeutet, mein lieber Steinbock, denn wir haben hier ja auch den Hinweis, dass du dich hier auf deinem individuellen Weg befindest, ja, auf deinem
was deine Bestimmung betrifft, egal in welchem Bereich, also du bist hier am richtigen Weg. Das bedeutet, dass sich jetzt hier ein Teufelskreis zeigt, der hier vielleicht schon oder der ziemlich sicher schon länger in deinem Leben immer wieder abläuft. Und genau der soll jetzt, genau den sollst du jetzt auch auflösen. Ja, darum geht's hier offenbar. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir schauen jetzt in die Anregungen vom Universum hinein, welche Lösungsimpulse bekommen wir hier. Es geht jetzt hier zum einen darum, dass du bewusst Zeit mit dir selbst verbringen sollst. Das bedeutet jetzt natürlich, wenn du meine Legungen bereits kennst, das bedeutet niemals, dass du dich komplett von der Außenwelt abschirmen sollst. Da geht es mehr darum, dass du dir bewusst und wenn es nur ein paar Minuten am Tag sind, Zeit für dich allein nehmen sollst, um über Dinge nachzudenken, zu reflektieren und in eine Ruhe zu kommen. Das ist hier sehr, sehr wichtig, denn dir wird dann auch auffallen, warum diese Sache so stark in deinem Bewusstsein arbeitet und auch wie du sie loslassen kannst. Also dass es vielleicht sogar gut war, dass das geschehen ist, weil du hier erkannt hast, wie eine Person wirklich tickt, also was diese Person im Endeffekt tut. Und dass es hier auch darum geht, dass diese Person etwas anderes darstellt, als sie ist. Das ist wieder wie immer geschlechtsneutral zu sehen, also diese Person könnte männlich als auch weiblich gelesen sein. Das weißt du vermutlich besser als ich, was hier bei dir in deiner individuellen Situation abläuft. Aber es geht hier eben auch darum zu erkennen, dass diese Person auch so gesehen nicht wirklich etwas in deinem Kreis oder in deinem engeren Kreis verloren hat. Also dass du kannst hier abschließen und das Wichtigste für dich ist eben, dass du hier Zeit für dich nimmst, auch einfach mal, um diese Wut für dich auch zuzulassen, hier hinzusehen, denn diese Wut möchte dir hier auch unbedingt etwas sagen. Und ich glaube, das ist bei jedem ein bisschen anders. Deshalb geht es auch eben darum, dass man sich Zeit nimmt, in sich hineinzuhören. Das wird hier offenbar wahre Wunder wirken, denn du wirst viel besser erkennen, was zu dir gehört und was eben nicht. Und du kannst hier jetzt eben dadurch, dass sich diese Situation offenbar wiederholt hat, erkennen, was hat sich denn wiederholt. Vermutlich hast du irgendwo Ja gesagt, wo dir deine Intuition gesagt hat, vielleicht besser aufpassen, aber die Logik hat gesagt, was soll denn da schief gehen? Das kann natürlich auch sein, dass hier irgendwo ein Punkt ist, der hier ähnlich ist. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich denke, du wirst hier selber herausfinden, was das ist. Und das Gute, was wir hier auch sehen, ist, es geht hier darum, dass du hier für dich ein abgeschlossenes System für dich erkennst, wo hier nichts Negatives quasi reinkommen soll in weiterer Folge. Schauen wir jetzt mal weiter. Und das Universum sagt hier, es ist jetzt auch wichtig, es ist zum einen wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst, was da passiert ist, was du daraus auch lernen kannst und mitnehmen kannst, aber zum anderen ist das Allerwichtigste, dass du dich jetzt wieder vermehrt, beziehungsweise du wendest dich dieser Sache ja auch zu, deiner Entwicklung, vielleicht auch deiner Berufung, vielleicht ist das auch ein neuer Beruf, wie eine Ausbildung etc. was oder eine neue Verbindung. Du sollst dich dieser schicksalhaften Sache wieder mehr zuwenden und auch deine Aufmerksamkeit da hinein, den Großteil deiner Aufmerksamkeit darauf richten. Denn hier geht es einfach auch darum, das Universum möchte dich hierzu animieren, dass du hier erkennst, es geht hier auch darum, dass du zu deiner besten Version wirst, beziehungsweise
dich dorthin entwickelst. Also hier geht es um ein wichtiges persönliches Wachstum auch für dich, mein lieber Steinbock. Und hierzu ist es jetzt einfach auch erforderlich, dass eben der Großteil deiner Aufmerksamkeit auf deine Mission gerichtet ist, auf diese Berufung oder diesen neuen Weg. Das, was auch immer hier umgesetzt wird, kann, wie gesagt, auch tatsächlich etwas mit Finanzen zu tun haben. Es ist auf jeden Fall etwas sehr Besonderes, hat auch weiteres Wachstumspotenzial und eben diese Sache, die soll hier auch aus der Welt geschaffen werden, also was dich hier gerade eben wütend macht, denn das soll in weiterer Folge eben nicht mehr Teil deines Lebens sein. Also irgendetwas muss hier dann noch erkannt werden, was dir eben dabei hilft, vor allem auch für diese Ausgleichung zu sorgen. Also du sollst hier von mehreren Seiten daran arbeiten, teils bewusst, teils unbewusst, und je mehr du dich deiner Bestimmung zuwendest, desto mehr wird dir auffallen, was du hier verändern kannst, damit diese Situation eben nicht mehr in dein Leben tritt. Und wir schauen jetzt mal weiter, und hier könnte es tatsächlich um das Thema Liebe gehen. Du weißt, ich lege ganz bewusst nicht zum Thema Liebe. Ich spreche nur darüber, wenn es sich in den Karten zeigt, weil das erfahrungsgemäß einfach am meisten Sinn macht. Hier könnte es tatsächlich sein, dass wir hier eine neue Partnerschaft erkennen. Also vielleicht hast du jemanden kennengelernt. Das kann sehr gut sein. Auch das ist jetzt wichtig, dass du dich dieser neuen Partnerschaft zuwendest, also weg von, also mehr Aufmerksamkeit dieser Partnerschaft gibst, als eben dieser Angelegenheit, die dich hier wütend macht. Kann aber auch sein, dass es sich hier um ein neues Herzensprojekt handelt, also dass es hier direkt um deine Mission geht. Ja, mein lieber Steinbock, das kann hier auch sein. Und dass hier eine weitere Person involviert ist, also dass du hier einen Kontakt geknüpft hast, also auf beruflicher Ebene, der jetzt eben auch gepflegt werden möchte, wo man sich eben gut austauschen kann, wo man sich auf einer Wellenlänge befindet. Das kann natürlich auch eine Freundschaft betreffen. Das kann natürlich auch sein, dass du mit einem Mitglied deiner Familie vermehrt Kontakt hast, man sich neu kennengelernt hat und hier irgendwie neue positive Seiten aneinander entdeckt hat. Und genau das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Also diese neue Liebe, was auch immer das ist, also kann tatsächlich eine neue Partnerschaft betreffen. Da geht's dann eben aber auch darum, so wie ich das hier sehe, dass hier bereits jemand da ist. Und das ist jetzt auch sehr wichtig ist, sich hierauf auch zu fokussieren, nicht komplett. Also wir haben hier ja auch deine Mission, deinen Lebenssinn in einem größeren Ausmaß, aber das ist eben auch wichtig und wird dir eben auch dabei helfen zu erkennen, was hier geschehen ist und was du verändern kannst. Wenn wir jetzt weitergehen in die Tendenz, dann haben wir hier Wahrheit, was andere Personen betrifft, ja. Also diese neue Verbindung, also es gibt hier eine neue Person in deinem Umfeld, beziehungsweise eine Person, die du vielleicht schon länger kennst, aber die jetzt eben wichtiger geworden ist oder wo man eben vermehrt Kontakt hat. Auch das hat eine Schwingung von neu. Kann auch jemand sein, mit dem du länger keinen Kontakt mehr hattest und man trifft sich dann eben wieder oder man hat wieder Kontakt aufgenommen und das ist alles wunderbar soweit. Also das kann, wie gesagt, freundschaftlich sein oder eben die Liebe betreffen oder eben etwas Berufliches auch sein. Und hier kommt es zu einer Wahrheit, die hier herauskommt. Dir wird hier irgendetwas klar über andere Personen, was eine große Wichtigkeit auch hat für dich, ja. Das ist ja eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Vielleicht lernst du hier auch mehr darüber,
Oder vielleicht fällt dir hier auch auf, was genau hier passiert ist, dass hier genau ein Wunderpunkt von dir getroffen worden ist. Das kann jetzt natürlich auch sein. Also es wird dir auf jeden Fall, es geht dir hier irgendwo ein Licht auf, ein Schalter legt sich um und das ist wirklich, wirklich wichtig und auch wirklich, wirklich schön. Was ich hier noch habe in der Tendenz, mein lieber Steinbock, ist, dass ich hier neue Verbindungen ankündigen, also neue Kontakte. Also das ist auf jeden Fall mehr als ein Kontakt, was ich hier in der Tendenz sehe. Und hier geht es um Kontakt mit Menschen, wo ein ausgeglichenes Verhältnis herrscht, also ein ausgeglichenes Geben und Nehmen. Das zeigt mir auch, dass du hier diese Situation heilen kannst, beziehungsweise für dich hier aufklären kannst und auch loslassen kannst, denn du ziehst hier relativ bald. Hat natürlich auch die Voraussetzung, dass du dich dieser Thematik stellst. Aber wenn du dich dieser Thematik eben stellst, sehe ich, dass du recht schnell neue Kontakte anziehst, die auch ein vielversprechendes Wachstumspotenzial haben. Also egal, um welchen Bereich es hier bei dir geht, hier kann man ein zwischenmenschliches Wachstum auf jeden Fall wahrnehmen, wo man wo man sich gegenseitig auch hochhebt, wo man sich gegenseitig auch unterstützt und wo dann eben auch mehrere Optionen und Möglichkeiten auf einen zukommen können. Also das sind wirklich schöne Neuigkeiten. Wichtig ist aber, dass du eben auch auf diesem Weg deiner persönlichen Mission jetzt weitergehst. Und dich dem auch hingibst und hieran weiterarbeitest, denn du strahlst dann immer mehr und mehr das aus, was du auch möchtest und kannst somit auch mehr und mehr das anziehen, was du dir wünschst und was auch gut für dich ist. Und eine Sache sehe ich hier auch noch, die wird hier offenbar in der Tendenz, wird dir bewusst, was überflüssig ist oder was einfach oder in welchen Bereichen du Energie verschwendest. Das bedeutet, dass du hier erkennst, vielleicht Tätigkeiten erkennst, die du schon länger machst, wo dir das gar nicht so bewusst war, dass du das zum einen gar nicht machen möchtest und zum anderen, dass das auch nicht wirklich irgendetwas bringt oder dass du hier irgendetwas davon hast. Da muss es nicht mal jetzt sehr um Geld gehen, da kann es auch um Tätigkeiten gehen, wo vielleicht andere Menschen keine Dankbarkeit zeigen wollen oder wo das alles für selbstverständlich genommen wird. Das kann natürlich auch sein, mein lieber Steinbock, aber du siehst hier eben vor allem auch durch diese Reflexionsarbeit, wo du dich eben bewusst zurückziehen sollst, vielleicht ein paar Minuten zumindest am Tag, je nachdem, wie viel du zu tun hast. Aber genau das wird hier zu einer Klarheit führen und auch dazu, dass du dann bestimmte Verantwortungen, Aufgaben etc. erkennst, die dir einfach nichts bringen, die du dann eben auch wieder ablegen kannst, um hier mehr Energie zu haben für das, warum du hier eigentlich auf dieser Welt bist, beziehungsweise auch für Menschen, wo eben eine ausgeglichene Verbindung vorherrscht. Also das sind ja mal insgesamt sehr, sehr gute Neuigkeiten und so wie ich das sehe, wirst du diese Prüfung hier wirklich sehr, sehr gut auch bestehen können. Ja, und wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.